Sie sind hier, 8. September 2018, 15.18 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Elisabeth Brandau konnte nicht in den Medaillenkampf eingreifen. Urheberrecht Getty Images. Elisabeth Brandau kann bei der Mountainbike WM nicht in den Medaillenkampf eingreifen. Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz verzichtet auf einen Start. Mountainbikerin Elisabeth Brandau hat eine Medaille bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide deutlich verpasst. In Abwesenheit von Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz belegte die EM-Fünfte im olympischen Cross-Country den 8. Rang. Auf Überraschungssiegerin Kate Courtney fehlten Brandau 4 Uhr 20 Minuten. Die 23-jährige US-Amerikanerin setzte sich gleich bei ihrer ersten WM-Teilnahme vor der dänischen Mitfavoritin Annika Langfath 0 Uhr 48 Minuten und der kanadischen Olympia-Vierten Emily Batty 1 Uhr 58 durch. Die Schweizer Titelverteidigerin Jolanda Neff 2 Uhr 13 ging als Vierte dagegen leer aus. Spitz hatte ihren Start nach zuvor 23 WM-Teilnahmen in Folge seit 1995 abgesagt, weil sich die 46-Jährige noch nicht vollständig von einem Sturz beim Weltcup im Juli in Val d'Isole erholt hatte. Wenn ich in ein WM-Rennen reingehe, habe ich meine Ansprüche, und die kann ich in meiner aktuellen Verfassung nicht erfüllen, sagte Spitz. Die WM sollte der krönende Abschluss ihrer Karriere mit einem kompletten Medaillensatz bei Olympischen Spielen sowie 5 WM-Einzel- und 2 WM-Team Medaillen werden. In Cross-Country-Rennen will sie nun nicht mehr an den Start gehen. Die Teilnahme an der Marathon-WM im italienischen Auronzo di Cadore, 15. September, ist allerdings fest eingeplant. Von Sportinformationsdienst.